Hallo, ich bin Shara Zehetner-Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Bei Amnesty International decken wir Menschenrechtsverletzungen auf und üben Druck auf die Verantwortlichen aus. Umso wichtiger ist es, dass wir finanziell unabhängig und politisch neutral sind. Deshalb wollen und können wir unsere Arbeit nicht durch Regierungen oder große Konzerne finanzieren lassen. Vielmehr sind es die vielen privaten Spenden von einzelnen Menschen, die unsere Arbeit möglich machen. Die meisten dieser privaten Spenden kommen ursprünglich aus unserem Face-to-Face-Fundraising-Programm. Ohne den Einsatz unserer FundraiserInnen wäre unsere Arbeit nicht finanzierbar. Sie sind BotschafterInnen und sie sind MenschenrechtsaktivistInnen. Denn je mehr Menschen von Menschenrechtsverletzungen erfahren, desto mehr Druck können wir gemeinsam auf die Verantwortlichen ausüben. Ob es um Gewissensgefangene auf der ganzen Welt geht, österreichische Geiseln, für deren Freilassung wir uns stark machen, oder geflüchtete Kinder in Österreich, für deren Obsorge wir uns einsetzen. Wir sind dort, wo oftmals nicht mehr hingeschaut wird. Wir dokumentieren Menschenrechtsverletzungen und helfen so, die Straflosigkeit zu beenden. Unsere KollegInnen im Face-to-Face-Fundraising haben alle unbefristete Angestelltenverhältnisse, weil wir ihnen langfristige Perspektiven und größtmögliche arbeitsrechtliche Sicherheit bieten möchten. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Menschen, die unsere Face-to-Face-KollegInnen täglich ansprechen, die Menschenrechte für alle zu stärken. Dafür brauchen wir ein starkes Team. Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams.